Wir befinden uns hier auf dem Abschnitt zwischen Emserbrücke und Skyline Plaza auf der Europaallee. Dieser Bereich unterteilt sich einmal in einen 120 Meter langen Rampenbereich und einen Bereich von 180 Meter langen Tunnel in offener Bauweise. Dieses Bauwerk ist dafür da, den oberirdischen Teil mit dem unterirdischen Teil zu verbinden. Wir müssen dementsprechend mit der U-Bahn in den Untergrund und werden hier mit diesem Gesamtbauwerk eine Höhendifferenz von insgesamt 14 Metern überbrücken. Erst ab einer Tiefe von ca. 14 Meter, das entspricht ungefähr einer gesamten Überdeckung der geschlossenen Tunnelanlage von einem Durchmesser des Tunnels, sind wir in der Lage, mit einer Vortriebsmaschine einen sicheren Vortrieb dann zu fahren. In diesem Übergangsbereich kann ein Tunnel nur in offener Bauweise errichtet werden. Dementsprechend haben wir hier, weil wir nur eine Länge von 320 Metern zur Verfügung haben, eine relativ hohe Steigung von bis zu 45 Promille, was schon im Grenzbereich liegt, um mit einer U-Bahn hier einen solchen Höhensprung auch realisieren zu können. Also die Herstellung des Tunnels in offener Bauweise erfolgt klassischerweise, indem man, nachdem man die Baugrube ausgehoben hat, die Sohle herstellt. Wenn die Sohle ausgehärtet ist, werden die beiden Wände installiert, indem man die Bewehrung installiert, schalt und betoniert. Danach wird der Deckentisch in der Mitte installiert und die Decke obendrauf bewehrt und wieder betoniert. Nachdem das gesamte Stahlbetonbauwerk hergestellt ist, kann man dann anschließend das Bauwerk überschütten und im letzten Schritt dann die Oberflächen wiederherstellen. Damit wäre dann der Rohbau des Bauwerks abgeschlossen und anschließend erfolgen dann die Ausbauarbeiten mit Gleisbau und Installation von sämtlichen anderen nachfolgenden Gewerken. Die Besonderheit hier im Projekt ist, dass wir zwei maschinell aufgefahrenen Tunnelröhren mit einem sehr massiven Stahlbetonbauwerk hier in der Startbaugrube verbinden müssen. Diese Verbindung erfolgt mit einer Bewegungsfuge, die in diesem Fall aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes einen sehr großen Bewegungsvektor abdecken muss. Das heißt, wir erwarten Bewegungen zwischen diesen beiden Bauwerken. Und dementsprechend ist ein sehr elastisches Fugenband hier eingebaut worden, um dann letztendlich eine Dichtigkeit der Tunnelanlagen zu gewährleisten.